Schleim. Mein Name ist Helena Haas. Ich bin Kunstlehrerin am Johannes-Sturmius-Gymnasium und freue mich, nun die Ausstellung Collagen der Armut hier eröffnen zu können. Unser Schulleiter, Herr Jöttges, möchte einige Worte sagen und dann Frau Rauchberger und dann werde ich noch eine kleine Einführung zur Ausstellung geben. Viel Freude daran. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich habe mich gefreut, eingeladen zu werden zu der mehr oder weniger virtuellen Eröffnung dieser Kunstausstellung, in der Collagen von Schülern der Oberstufe aus dem Abiturjahrgang gezeigt werden. Ich fand es sehr nett, dass wir die Gelegenheit haben, mit der Galerie Alpha Kunst an der Stelle zu kooperieren. Ich weiß, dass Frau Rauchberger schon lange danach gefragt hat, ob es nicht gute Projekte geben könnte. Und auch bei dem Thema, das in der Ausstellung zu sehen ist, nämlich Collagen der Armut, sind wir natürlich sowohl was den Ansatz der Galerie Eifelkunst angeht, als auch was das Leitbild unseres Gymnasiums angeht, eigentlich nah beieinander. Es geht um engagiert sein, achtsam sein, verantwortlich handeln. Und die Schüler haben sich natürlich mit einem ganz aktuellen Thema auseinandergesetzt und versucht, sich dem künstlerisch zu nähern. Ich selbst bin Sozialwissenschafts- und Erdkundelehrer, bei mir machen die Schüler das anders, die Auseinandersetzung mit dem Thema Armut. Ich freue mich aber, dass wir jetzt hier die Gelegenheit haben, in einer Galerie einmal Kunstwerke der Schüler zu zeigen. Und ich freue mich, dass wir auch eine Form gefunden haben, das virtuell zugänglich zu machen. Ich freue mich allerdings auch, dass wir eine Papierversion eines Katalogs zur Ausstellung haben, der mit der Förderung auch durch die Bank Nordeifel zustande gekommen ist. Ja, ich hoffe, dass das ganz viele Interessenten findet hier vor Ort, aber eben auch bei ja, Kunstschaffenden, Kunstinteressierten in der Eifel und darüber hinaus. Ich bedanke mich bei Frau Haas, die das mit sehr, sehr viel Engagement betrieben hat. Und das ist schon was anderes, im Kunstunterricht Collagen erstellen zu lassen. Und darüber hinaus dann mit den Schülern auch an der Veröffentlichung zu arbeiten. Also ganz herzlichen Dank. Ja, also ohne großes Engagement geht es nicht. Also allen wünsche ich viel Spaß. Guten Tag, ich bin Marita Rauchberger, bin die Galeristin und Kuratorin der Galerie Eifelkunst hier in Schleiden. Eine Galerie gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt. Aber wir machen natürlich auch Themen zum Thema Armut, zum Thema Menschenrechte und Armut siedeln wir jetzt an der neuen Ausstellung an. Eine Ausstellung, die ich mir schon sehr lange gewünscht habe, weil ich immer die Schulen mit einbinden wollte und muss dann Herrn Jöppes mal herzlichen Dank für die Unterstützung sagen. Frau Haas natürlich, das hat ihren Lehrplan garantiert komplett durcheinander gebracht, dass ich mit dieser Ausstellung kam, aber ich bin froh, dass sie jetzt hängt. Und ich muss sagen, die Schülerinnen und Schüler haben das Thema fantastisch umgesetzt. Also es lohnt sich, diese Ausstellung sich anzuschauen, ob es jetzt im Präsentunterricht ist, mit Anmeldung natürlich, oder ob es virtuell auf der Homepage der Galerie, auf der Homepage der Schule und bei Facebook ist. Vielen Dank, wenn es mich braucht. Ja, ich möchte kurz noch etwas zur Ausstellung selber sagen. Alle hier gezeigten Papiercollagen haben die 27 Schülerinnen und Schüler der beiden Kunstkurse des diesjährigen Abiturjahrgangs aufgrund des Lockdowns überwiegend in Heimarbeit produziert. Und dem voraus ging die Beschäftigung mit dem Werdegang der Künstler Max Ernst und Hanna Höch und ihrem Werk. In intensiven Bildrezensionen lernen die Schüler Inhalte und Stilmittel Höchst und Ernst kennen, um sie dann in eigenen Werken umsetzen zu können. Hier stehen wir im Raum mit dem Collage in Anlehnung an Hanna Höch, die im Jahr 1918 zusammen mit dem Dadaisten Raoul Hausmann die Technik der Fotomontage entdeckte und sie dann lebenslang in abgewandelter Form anwendete. Die Schüler haben vor allem Höchst Collagen ihrer dadaistischen Zeit kennengelernt, indem sie neben verzerrten Proportionen und dem Körper-Kopf-Wechselspiel Bild- und Schriftelemente verschiedener populärer Zeitungen und Zeitschriften mal chaotisch, mal geballt und verzahnt auf die Bildfläche setzte. Mit diesen Stilmitteln wurde dann das Thema Armut bearbeitet, wobei sich die Schüler von einer Grundidee ausgehend
auch zufallsgelenkt durch die gefundenen Bilder ihre Materialrecherche zu eigenen Arbeiten anlegen lassen konnten. In den beiden anderen Räumen sehen wir weitere Projekte, die sich ebenfalls dem Thema Armut widmen. Während der Grundkurs 2 in Anlehnung an Max Ernsts surrealistischen Collage-Roman Une semaine de bonté aus dem Jahre 1934 Bildfragmente derselben Art nahtlos zu doppel- und mehrdeutigen Motiven zusammensetzte, erforschte der Grundkurs 2 6 Kunstwerke verschiedener Künstlerepochen und Techniken, um sie in der Technik der zur Hälfte durch Malerei oder Zeichnung ergänzten Papiercollage nachzugestalten. Insgesamt werden in der Ausstellung viele Formen und Ursachen von Armut dargestellt. Im Namen meiner Schüler, die zu einigen Arbeiten auch kleine Videos gedreht haben, wünsche ich Ihnen nun ganz viel Freude beim Besuch der Ausstellung. Vielen Dank.